würde Sie einfach bitten, mir zu sagen, woher denn diese Münzen kommen. Ägypten, Griechenland, oder? Das ist Irland unten. Vatikan? Vatikan? Der hat doch auch eine Münze, eine ganz seltene, weil die habe ich noch nie gesehen. Könnte Portugal sein. Haben wir hier Portugal. Unten. Okay. Italien? Was? Griechenland? Genau andersrum. Andersrum, okay. Und da habe ich jetzt gerade keine Idee. Österreich, Schweiz? Nee, Schweiz, Blödsinn, Österreich. Finnland, okay. Seit 1999 ist der Euro die gemeinsame amtliche Währung von ursprünglich 11 Mitgliedstaaten, denen sich im Laufe der Zeit noch 7 weitere Nationen angeschlossen haben. Dr. Dietrich Klose ist Direktor der staatlichen Münzsammlung in München und damit Herr über mehr als 300.000 Münzen, Medaillen und anderen antiken Zahlungsmitteln. Als Numismatiker setzt er sich wissenschaftlich mit der Geschichte, aber auch der Gegenwart von Münzen auseinander. Hierzu zählt auch der Euro. Was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht das Besondere am Euro? Das Besondere ist natürlich, dass er eine Münze bzw. eine Währung für eine Vielzahl von Ländern ist, nicht nur für ein Land. Das ist natürlich etwas schon Herausragendes, aber ein Alleinstellungsmerkmal in dem Sinn ist es auch nicht, weil wir in der Geschichte oft das Phänomen hatten, dass Münzen und Währungen für eine größere Zahl von Ländern gemeinsam waren. Also wie etwa der französische Franc im 19. Jahrhundert, der dann in Italien als Lira, in Serbien als Dinar, in Spanien als Peseta und noch in anderen Ländern oder in der Schweiz als Franken umgelaufen ist, aber das war im Grunde eine Währung. Und wenn man in der Geschichte noch weiter zurückgeht, findet man immer wieder Münzen, Währungen für eine größere Zahl von Ländern, wo die Münzen dann auch in einem größeren Gebiet umgelaufen sind. Jedes dieser Euro-Länder hatte mindestens eine Prägeanstalt. Täglich werden maschinell insgesamt Tausende von Münzen geprägt. Mittlerweile sind mehr als 120 Billionen Euro-Münzen im Umlauf. Zu Beginn des Münzgeldes war die Herstellung des Zahlungsmittels allerdings noch schwere Handarbeit. Gut, also hier haben wir zwei Münzstempel der Handprägung aus dem 16. Jahrhundert für die beiden Seiten einer Münze. Das ist der Oberstempel mit der einen Münzseite eingraviert, wurde oben mit dem Hammer draufgeschlagen, das sieht man deutlich. Das ist der Stempel für die andere Münzrückseite, der wurde in einem großen Holzblock oder Amboss fixiert. Der musste ja ganz fest sitzen, man sieht ja diesen langen Sporn. Damit wurde das in die entsprechende Öffnung eingesteckt und fixiert. Dann wurde der Rohling dazwischen gelegt, der andere Stempel aufgesetzt und dann mit dem Hammer mit einem oder mehreren Schlägen die Münze geprägt. Welche von denen fanden Sie denn jetzt am schönsten? Welche hat Ihnen am besten gefallen? Ja, die finnländische fand ich nett. Ja. Die gefällt mir am besten. Die hier? Ja. Mhm. Weil? Weil es einfach gut aussieht. Ja. This one is from Germany. Right. And I think it's the best one because I love Deutsch Mentality, Deutsch Mindset. Mir gefallen jetzt, wenn man sich die ganzen Sätze vom 1 Cent bis zum 2-Euro-Stück anschaut, diejenigen Länder besonders gut, die da eine große Abwechslung bei der nationalen Seite reingebracht haben, jedes Bild ein anderes, und die sich auch bemüht haben, mit den Bildern die Kultur ihres Landes zu zeigen. Also beispielsweise Italien, wo mir das sehr gut gefällt, alle anders, und von der Antike bis ins 20. Jahrhundert wird da die italienische Kultur vorgeführt. Griechenland wäre auch ein Beispiel, also ich finde es bei Deutschland etwas schade, finde ich, da haben wir was verschenkt mit unseren Designs. Wer designt normalerweise die Oberflächen? Also für die eine Seite ist es ja ein gemeinsames Design, was auch dann von einem über einen europaweiten Wettbewerb ermittelt wurde. Die nationalen Rückseiten, die machen dann wirklich die Länder für sich alleine. Also das ist natürlich beim Euro dann auch noch so. Während die Banknoten, da gibt es ja auch immer nur eine Version jeweils, dann in der Tat auch wieder durch einen europaweiten Wettbewerb das Design ermittelt worden ist.
Wie stehen Sie denn zum Bargeld? In meiner Generation mag man immer noch Bargeld. Ich will nicht drauf verzichten. Okay, man ist ja noch abhängig teilweise. Ja. Also teilweise kann ich nur mit Bargeld bezahlen. Wenn das jetzt komplett umgestellt wäre, dann würde man auch mit auf Karten umstellen können. Finde ich gut, genau. Weil es einen guten Überblick gibt. Was habe ich ausgegeben, was habe ich reingepackt in den Geldbeutel und was ist noch da? For me, I will always pay by card, because in this way you can always pay taxes when you purchase something. So. Wie sehen Sie denn die Zukunft von Bargeld dann? Also es wird eher zurückgehen, denke ich. Vor allem jetzt auch mit diesen Münzgeschichten, ja, dass man sagt, dass man das nicht unnötig rumträgt und dann im Prinzip nur sammelt im Geldbeutel. Es wird kommen wie in Amerika, dass man nur noch eine Kreditkarte in der Tasche hat, denke ich mal. Also ich denke, es wird weiter Bargeld geben für diesen ganz kleinen Zahlungsverkehr. Also zumindest auf absehbare Zeit noch. Der Euro, wie wir ihn kennen, ist ein Kulturgut. Würde dieser abgeschafft, würden wir ausschließlich mit Karte zahlen, nur mehr virtuelles Geld benutzen. Würden wir dann nicht ein Stück unserer Identität abschaffen, ein Stück Tradition, ein Stück Kultur? Die nationale Seite einer jeden Euromünze ist wortwörtlich geprägt von kulturellen Errungenschaften, großen Persönlichkeiten und Meilensteinen der Landesgeschichte. Die Kehrtseite einer Euromünze hingegen ist einheitlich, ist europäisch. Der Euro als Ganzes ist aber mehr als eine Währung. Er ist ein Symbol für Europa.